Früher, da war der Bayerische Wald bekannt für seine Glashütten. Viele dieser Betriebe mussten jedoch in den letzten Jahrzehnten dicht machen. Auch in St. Oswald Riedelhütte im Landkreis Freyung-Grafenau. Nachdem sich ein großer Glashersteller von dort zurückgezogen hatte, wollten ehemalige Glasarbeiter, dass zumindest die Erinnerung an diese Tradition am Leben bleibt. So entstand aus ganz bescheidenen Anfängen eine neue Glashütte mit neuem Konzept. Während die Glasbläser im Schweiße ihres Angesichts ihr Talent demonstrieren, können Gäste und Besucher dabei zuschauen und parallel dazu gemütlich Brotzeit machen. Matthias Flaßkamp besucht diesen außergewöhnlichen Familienbetrieb und wird auch gleich in Glas gemeißelt. Was heißt das und wie geht das? Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was hier gerade passiert, aber ich habe eine Wette laufen mit Florian Köck, dem Juniorchef von Glasscherben Köck. Die wollen jetzt in 6 Minuten ein 3D-Porträt in Glas von meinem Kopf herstellen. Habt ihr überhaupt so viel Glas? Es wird schwierig. Also ich habe jetzt gerade so gemessen. Es wird sehr haarig. Okay, wir sagen trotzdem, top, die Wette gilt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr euer Glasballett hier vonstatten gehen lasst. Also, der Erhard Köck, der Seniorchef, macht es zusammen mit dem Junior. Und da kann man auch schon so ein bisschen was wie einen Kopf erkennen. Übrigens, heute ist beim Glasscherbenköck kein Abend, wie er normal ist. Zum einen natürlich, weil wir da sind von der Abendschau. Zum anderen aber auch, weil heute Hüttenzangelabend ist. Und das bedeutet, die Hütte ist auf gut Bayerisch grammit voll. Und verschiedene Musiker sind zusammengekommen aus der Stadt. Und die machen hier so einen richtigen Horgast. Und die Stimmung ist echt super. So. Jetzt ist da auch schon mal so was Ähnliches wie ein Kopf zu erkennen. Bin mal gespannt, ob sie es schaffen. Aber ganz ehrlich, liebe Zuschauer, hier oben ist dermaßen heiß. Und das hat damit zu tun, dass da jeden Morgen da hinten in der Schmelze bei 1500 Grad aus Glasscherben die neue Glasmasse angefertigt wird. Und daraus machen dann Vater und Sohn Köck ihre Unikate, ihre Kunstwerke. Und hier vorn vorm Ofen, da hat es ganz locker immer noch so 80, 90 Grad. Das heißt, in die Sauna geht sie auf Nacht nimmer, oder? Nee, nicht unbedingt. Vielleicht ins Wirtshaus. Ins Wirtshaus. Das habe ich mir eh gedacht. Bei den Temperaturen hier oben auf der Schaubühne, 80, 90 Grad über mehrere Stunden, wie viel trinkt ihr denn? Ja, wir schwitzen so circa 7 Liter. Die müssen wir natürlich wieder zu uns nehmen. Und alles Bier, oder? Nach Möglichkeit, ja. Okay. Ja, wie sich's gehört für die Glaser. Jetzt habe ich natürlich auch noch ein bisschen abgelenkt. Vielleicht kann ich dadurch ein paar Sekunden gewinnen, obwohl das schaut schon ziemlich gut aus. Was ich mich frage, Florian, wie kommt denn eigentlich die Farbe ins Glas? Weil das ist ja alles bunt und Glas ist ja normalerweise durchsichtig. Ich habe jetzt da an der Pfeife transparentes Glas und dann die Farbe geht jetzt da hervor. Das ist alles farbiges Glas, das bleibt jetzt kleben auf der Oberfläche, wird im Ober wieder verschmolzen. Aha. Und dann kann man die Farbe wieder erkennen. Und dann wird das ganze Glas bunt oder gibt es so Schlieren? Also in dem Fall jetzt gibt es nur farbige Punkte. Und jetzt hast du da gerade irgendwas rot gefärbt. Ist das für meine Nasen oder was? Das wird jetzt dein Kussmund. Okay, na gut. Also ich bin nach wie vor gespannt wie ein Flitzebogen. Ein Besuch, der lohnt sich hier wirklich, liebe Zuschauer. Man kann hier den Glasbläsern und Glasmachern eben über die Schulter schauen. Aber das ist nicht das Einzige, was man hier erleben kann. Nebenan, da kann man sich auch ein bisschen was raussuchen, was man zum Beispiel mitnehmen kann. Da gibt es nämlich einen Verkaufsraum und da kann man die ganzen Unikate, die hier angefertigt werden, für sich entdecken. Gibt es wirklich schöne kleine Kunstwerke und die kann man dann natürlich auch gleich kaufen und mit nach Hause nehmen. Und noch ein paar Schritte weiter draußen, da ist so ein richtig schöner Waldglasgarten. Das ist wirklich das Glanzlicht hier bei der gesamten Anlage. Das sind die höchsten Glasbäume der Welt. Und da kann man durchspazieren, auch wenn man nichts kaufen will, kann sich das alles einfach mal anschauen. Und hier kann man dann locker einen Nachmittag verbringen, bei Kaffee und Kuchen. Oder abends gibt es natürlich auch Erstärkung, vor allem beim Hüttenabend. So. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob er es schon schafft. Das ist ja schon relativ weit, also ohrenzige schon, mundzige schon, aber Frisur, das passt noch nicht. Ja, dann, wir haben ja, seien wir nicht besser, Matthias, wir haben einen ziemlichen Eierkopf gemacht, damit die Frisur besser passt. Okay, die kommt jetzt noch drauf. Das wird dann immer einzeln vom, was ist denn das? Aber so eine Nase habe ich doch nicht, oder? Nein, immer deine Näschen müssen wir schon reinbringen in das Gesicht. Okay, also wieder ab damit ins Feuer. Das ist übrigens natürlich alles Bleikristallglas, liebe Zuschauer. Also wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Glas, was man auch nicht so einfach anfertigen könnte. Deswegen nehmen Sie da die Glasscherben von den Bleikristallfabriken.
Allerdings die Bleikristallfabriken in der Umgebung, die gibt es ja nicht mehr. Was macht es denn ihr dann in Zukunft, wenn es da keine Glasscherben mehr gibt? Ja, es ist so, dass wir schon Firmen haben, die, von denen wir die Scherben beziehen können dann. Also in Weiden zum Beispiel. Fahren die halt ein bisschen weiter an, gell? So langsam nimmt das Kunstwerk Gestalt an. Jetzt kommt nochmal so ein richtig großer, rot leuchtender Tropfen drauf. Ich glaube, die machen mir einen Punker oder irgend sowas aus mir. Florian, hast du da genau Maß genommen? Ich habe so meine Zweifel. Also, wenn ich da so herschaue, dann stimmt das genau. Na, passt schon. Okay. Was mich bei euch so beeindruckt, die Hitze hier oben. Also, ich fühle mich ja wirklich wie in der Sauna und ich glaube, mein Rücken ist auch schon ganz knusprig. Die macht euch überhaupt nichts aus, oder? Das ist reine Gewohnheit. Okay? Also, das ist wie wenn man gewohnt ist, dass man in die Sauna geht, genauso ist es da. Man muss nicht wirklich viel drängen. Ja, das glaube ich auch. So. Jetzt habe ich sie lang genug abgelenkt. So langsam läuft die Zeit runter. Wir haben noch eine Minute. Oh, und das hat ja tatsächlich schon mal so langsam Form angenommen. Auf dem Glaspfeiferl da. Das muss ich mir mal näher anschauen, nämlich von vorne. Aber ich glaube, mit der Frisur haben sie sich noch so ein bisschen vertan. Oder, liebe Zuschauer, sehen Sie da eine Ähnlichkeit? Kommt das ungefähr hin? Ja. Ja, sagt er. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen rumfragen. Hier ist ja eh so gute Stimmung in der Hütte. So, grüß Gott. Nein. Bei der Musi. Ah, da kann der Abend beginnen, oder? Ja. Sie sind die Frau? Bibel. Aus? Spiegelau. Oh, gar nicht so weit weg. Jetzt möchte ich Sie mal als unabhängige Expertin gewinnen. Sehen Sie da eine Ähnlichkeit? Herr Köck, zeigen Sie nochmal her den Kopf. Also ich glaube, der hat da einen Divey aus mir gemacht. Hat das Ähnlichkeit mit mir? Ja, schon. Aber ein bisschen schlank ist jetzt. Noch schlanker als ich? Ah, oh, okay. Na, dann bin ich ja beruhigt. Okay, also unabhängiges Expertenurteil. Und damit habt ihr die Wette auch gewonnen. Respekt, Respekt. Das können Sie sich dann übrigens auch gönnen, liebe Zuschauer, wenn Sie hier mal vorbeikommen. Diese Porträts, die fertigt der von jedem an, der mit vorbeikommt. Also, dann muss ich jetzt natürlich da nur die Hand reichen. Ja, Prost. Gell? Beim Glasscherben Köck. Ich trinke nachher auch gleich einen mit. Also Wette gewonnen. Und ich glaube, ich muss jetzt da 5 oder 6 Liter Bier trinken. Irgend sowas war da als Wetteinsatz gedacht. Also insofern, schönes Wochenende. Matthias, Gruß in den Bayerwald.